Im Kulturspiegel sehen Sie jetzt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich überhaupt nicht schwer tun, Worte über das Sterben zu finden, solange der Tod fiktiv bleibt. Krimi-Autoren. Kriminalromane zu lesen kann sich zu einer regelrechten Sucht entwickeln. Besonders beliebt sind Regionalkrimis, also Bücher, in denen an Orten gemeuchelt und ermittelt wird, die es wirklich gibt. Elke Schwab zählt zu den erfolgreichen Saarkrimi-Autoren und wir haben sie und die Quellen ihrer Inspiration besucht. Der Teufel ist meine Muse. Er inspiriert mich immer zu meinen kriminellen Ideen. Ich kann mit ihm ausreiten, ganz entspannt. Er gibt mir dabei so einen Ausgleich und das macht meinen Kopf so frei. Elke Schwab ist verrückt nach Pferden. Teufel ist ihr Liebling und gleichzeitig ihr Motto. Sie erfindet teuflische Geschichten, denn Krimis sind ihre zweite große Leidenschaft. In ihren eigenen spielen Pferde immer eine Rolle. Vor einigen Jahren ist Elke Schwab ins krumme Elsass gezogen. Doch morden und ermitteln lässt sie im Saarland, und zwar sehr erfolgreich. Kullmanns letzter Fall aus dem Jahr 2004 ist bereits in der 4. Auflage erschienen. Elke Schwab liegt mit ihren Büchern voll im Trend. Also Krimis schreibe ich am liebsten, weil ich das Rätselhafte und das Geheimnisvolle daran liebe. Und ich lese auch deshalb selber gern Krimis und warum sollte ich deshalb auch keine Krimis schreiben? Als Kind hatte ich gerne Abenteuerromane geschrieben und das hat eigentlich auch denselben Charakter. Es sind immer die Geheimnisse, und die man lüften will, und das ist irgendwie in mir stecken geblieben. So ist dann aus dem Abenteuerroman irgendwann ein Kriminalroman geworden. Schauplatz des letzten Schwab-Krimis, der Littermund. Hier kennt die Autorin jeden Stein. Der sagenumwobene Berg war ihr Reitrevier. Jetzt lässt sie nach dem Vorbild des wilden Ritters Maldix eine Frau in die Tiefe stürzen. Unfall oder Mord? Kommissarin Anke Deister ermittelt. Anke sah ein, dass ihre Ablenkung irgendwann zu Ende sein musste. Folgsam trottete sie hinter dem Gerichtsmediziner zum Leichenfundort. Der Weg führte steil bergab, war schlecht zu begehen. Anke musste aufpassen, nicht zu stolpern. Gibt es keinen anderen Weg? Schwabs Tatorte sind ganz und gar real. Die Wirklichkeitsnähe hilft ihr beim Schreiben. Und der Mord vor der Haustür zieht die Leser magisch an. Die gleiche Geschichte in Marseille oder London wäre wahrscheinlich längst nicht so erfolgreich. Es sind die geheimnisvollen Orte um die Ecke, die die Fantasie anregen. Dieser Stall hier, dieser verfallene Stall, der hat etwas Mystisches, das hat mich inspiriert. Es ist so diese Geschichte, die er erzählt. Man weiß, dass hier mal Leben war, dass hier mal Pferde gestanden haben, dass hier mal Sport gemacht worden ist. Spezialagent in Sachen Saarkrimis ist Markus Walter. Seit vielen Jahren liest und sammelt der Bildstocker Heimatthriller. Wer seine Internetseite saarkrimi.de aufruft, weiß, wo im Saarland ermittelt wird. Das große Interesse an den Regionalkrimis deutet er so. Man kennt teilweise die Schauplätze, kann sich sehr wohl auch ein Stück weit in die Situation, auch in die Atmosphäre dort hineinversetzen. Das ist das eine. Zum anderen ist es eben ein neuer Blickwinkel auf schon Gewohntes. Das fasziniert auch ein Stück nach dem Motto, da schreibt jemand über Dinge, die man selbst kennt, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und natürlich, die Storys sind spannend und die Persönlichkeiten oftmals auch etwas kauzig, knorrig. Das macht dann nochmal Spaß. Ich stehe hier vor dem Haus, in dem mein Hauptkommissar Norbert Kullmann wohnt. Er wohnt hier schon seit Kinderzeiten, es ist schon sein Elternhaus. Selbst die Wohnungen der Kommissare sind real. Elke Schwab lebt mit ihren Figuren. Und wenn man hier weiterfährt, geht es gleich rechts in den Krummbachtalweg. Dort ist das Apartmenthaus, in dem Anke Deister, seine Mitarbeiterin, die Kriminalkommissarin, wohnt. Schwabs Kommissare sind Leute wie du und ich. Keine schrulligen Losertypen wie die berühmter Kollegen. Und wie der Teufel eigentlich gar kein Teufel ist, so ist das Saarland auch nicht der Ort des Grauens. Am Ende ist das Böse besiegt, der Täter gefasst, die Welt wieder in Ordnung. Elke Schwab genießt die Idylle im krummen Elsass. Doch selbst hier lauern Geschichten von Grauen und Gewalt. Zurzeit schreibt sie an einem Elsass-Krimi.
Ob Eifel oder Elsass, Pfalz oder Saar, Regionalkrimis sind in. Etwa 200 Autoren schreiben solche Bücher und 1 Million Leser pro Jahr kaufen sie. Entscheidend ist weniger die literarische Qualität als die Vorliebe für Figuren und Schauplätze. In der Eifel gibt es mittlerweile sogar Krimitourismus. Vielleicht bald auch an der Saar?